Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wundervollen neuen Folge. Wir sind bei Witcher 3 in der wilden Jagd. Und ja, falls euch das hier bekannt vorkommt, die Gebäude, ja, die haben wir schon mal ausgeräumt. Ich war bloß zu blöd, dann irgendwie zu speichern und bin dann umgekommen. Bei den Ertrunkenen. Lego Longneck als Horizon. Horizon Zero Dawn ist auch ein wundervolles Spiel. Habe ich ehrlich gesagt auch noch auf dem Kieker, aber das ist ja. Ist ja nochmal so ein langes Ding wie der hier. Alter, muss ich wirklich mal gucken. Aber das ist auch. Oh, das ist auch so ein schönes Spiel. Was haben wir denn hier? Achso, das sind Reste von der Tür gewesen. Ich dachte, jetzt wäre da auf einmal noch irgendwas anderes, aber nö. Ach ja, Horizon. Das Schlimme ist, noch kenne ich von Horizon so ziemlich alles, was die Story angeht. Das ist immer so ein bisschen. Ah, da fühle ich mich unwohl, das dann nochmal zu spielen. Also, ich habe es davor nicht gespielt, sondern nur bei jemandem gesehen. Aber trotzdem fühle ich mich dann immer so ein bisschen. Ich meine, es macht euch ja bestimmt auch ein bisschen mehr Spaß, wenn ich wirklich realistisch das einfach gerade nicht kenne, was da passiert, als wenn ich dann sage so. Oh, was ist da denn passiert? 10 Euro aus der Grabbelkiste? Alter, was habt ihr für Grabbelkisten? Hör auf zu winseln, Lisa. Wir suchen später nach Bastian. So, jetzt gehen wir erstmal hier zum Guten. Zum Dune. Mitarbeiten. Beneidisch. Hör auf zu winseln, Husa. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. 5 Euro. 5 Euro, Horizon Zero. Noch viel neidischer. Nein, selbst für 10 Euro ist völlig okay. Ich war schon drauf und dran, jetzt das im Wintersale wieder zu holen. Da hat es, glaube ich, 20 Euro gekostet. Finde ich auch mehr als vollkommen in Ordnung für so ein Spiel. Aber ich dachte mir, nee. Dann bist du noch mehr drauf getriggert, das irgendwie demnächst anzuspielen und ich will erstmal die Sachen durchkriegen, die ich habe und so. So, ja, dann Bastian, helfen wir. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten, deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Mal sehen, was wir hier machen können. Hör mal. Du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Machen wir. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Machen wir. Gut. Ja, wir könnten ja jetzt natürlich erstmal zum Zwerg gehen, ne, um uns das Schwert da zu basteln. Aber ich wollte noch mal gucken.
Stufe 3 und 4. Das müsste doch eigentlich gehen. Hey, sag mal, was ist mit dir los? Also ich glaube, wenn ich das einfach nochmal ausprobiere da unten, das könnte gut funktionieren. Mit dem Ertrunkenen. Ich wollte jetzt fast Betrunkenen sagen, aber nein. Das sind nur Ertrunkene. Hier irgendwo runter? Gefahrlos? Ja, so viel zum Thema. Eiser Slide, Geralt. So, wir können ja hier nochmal speichern. Ich habe alles voll. Igni. Können wir mal gucken. Hm. Klar, Arken, ich werde jetzt dreimal die Woche streamen. Hm. Wie soll ich das hinkriegen? Geht's wieder gut. Und Kali, sei gegrüßt. Ich wünsche dir ebenfalls ein wundervolles, frohes neues Jahr. Ah, alles schick. Muss doch, weißt du doch. Schlechten Leuten jetzt immer gut. Oder so. Schon mal ganz gut hier. Haben wir eine Regeneration? Eine automatische? Nee, ne? Dann schlürfen wir mal etwas. Das mit dem Feuerangriff war schon ganz nett, weil sie waren erstmal auch abgelenkt. Das ist. War erstmal nicht unbedingt verkehrt. Na. Ach, da ist ja noch einer. So, da haben wir's. Sehr gut. Kannst du wieder wegstecken. Gut, also der Loot hier aus den Einzelnen ist aber nicht so prickelnd, ne? Jägerstiefel, zerriebene Perlen, okay. Reitkopfbolzen. Alter Waldschrat, absolut. Ah ja. Na gut, ja. Was haben wir hier gleich nochmal? Stiefel, ne? Also ich finde, das kann man schon mal machen. So, und jetzt können wir doch hier sowas bestimmt mit reinwerfen, oder? Rüstungsdurchbohrung, sehr gut. Das wäre sehr nett. Schwert, okay. Auch Schwert. Ach, das sind dann wahrscheinlich die Rüstungsrunen hier, ne? Ah, okay, die haben also auch die Runen hier nach Waffen und Rüstung eingetragen. Okay, alles gut, ja, Entschuldigung. Das heißt, man könnte jetzt eigentlich so hier machen. Man könnte. Man muss nicht, man könnte aber.
Ja, also, ne, genau, meditieren tun wir jetzt gleich noch eine Runde. Aber ich wollte erst mal kurz ein bisschen schauen, was wir hier so gemacht haben. So, vikovarische Klinge. Nochmal, Jägerstempel selber herstellen. Und greifen absolut. Gut. Nett. Wolfsleber und Greifenmutagen. Schwalbe. Naja, nett. So, was haben wir hier? Eine Stahlwaffe. Die ist schon auch nicht schlecht, ne? Muss man mal so sagen. Kritischer Trefferbonus, Chance auf Bluten. Weiß nicht, ob wir uns die andere da herstellen sollen oder nicht. Ich meine, wir gucken noch mal kurz in die andere. Wie war das? So, du hast ja auch einen Sockel, ja. Hast trotzdem noch mal mehr Schaden. Ja, okay, doch. Ja, wir machen das mit dem Stahlschwert. Aber jetzt können wir erstmal kurzzeitig das hier nehmen, falls wir auf Humanoide treffen. Das ist ja erstmal okay so. Achso, Moment. Und wir können diese Karte, dieses Ding da wieder ausmachen. Und das da können wir auch was machen. Sehr schön. So. Nee, Kalli, ich vergesse dich nicht und sowas, aber ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, dass ich ein übermäßiges Delay hätte. Okay, ja. Man verrät mir gerade Dinge. Dass ich Schnäpse, dass ich Tränke auch immer mal gerne verwenden soll und so weiter. Mir geht's bloß gerade um die Vergiftung. Das ist gerade so mein Thema mit der Vergiftung. Ich weiß da noch nicht so richtig, was da los ist. Deswegen bin ich da. Achso, warte. Wir wollten noch kurz meditieren. So, Moment, haben wir hier auf dem Weg zu dem Ding noch. Naja, gut, dann lass uns doch vorher hier noch vorbeireiten. Und dann können wir hier hoch. Das ist doch kein Problem dann. Nehmen wir das gleich mit, das passt doch. Hä? Mach mal einfach. Was hast du denn alles plötzlich? Ah ja. Ich dachte, das ist ein normaler Oh, Gottes Willen. Ich dachte, das war einfach ein normales Ding, wo man so drüber hüpfen kann. Ach. Och nee, oh Gott. Ja, ich hab nicht gespeichert. Okay, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen hier, ja? Ich merk schon. Yeah.
Na komm, wo bist du denn hin? Ah, Mist, ich habe das Fass nicht getroffen. Toll, jetzt ist natürlich der ganze Loot weg. Und der neue ist bestimmt nicht so gut. Warte, speichern. Danke. So, ja, das schieben wir rüber, das machen wir da rein. Ja, toll, ne? Und jetzt haben wir nämlich nicht dieses tolle Schwert, sondern nur so ein... Ach, Mann. Ärgert mich sowas. Naja. Muss einfach dran denken, mehr zu speichern. Arken, ich reagiere da jetzt einfach gar nicht drauf. Ne? Wer auf der mittleren Maustaste keinen Doppelklick hat, hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Von daher. Ne. Weißt du, dass ich meine Ruhe haben will? Aber nicht, dass du recht hast. So. Wir meditieren mal kurz eine Runde. Nee, Jogginghose tragen ist doch vollkommen in Ordnung. Alles gut. Nee, das wüsste ich. Hm? Was sagst du? Ja, ich bin ja auch ein Hexer. Da darf ich das. Klingt verrückt, ich weiß. War hier nicht... Da ist so eine Truhe. Ah, jetzt... Was haben wir denn jetzt hier? Runensteine verbessern deine Waffen. Ja, ja, lass mich mal spielen. Lass mich mal. So, darf ich? Danke. Was haben wir hier? Anfänger-Reparatur-Set. Sehr gut. Das nehmen wir mal nach oben. Wir craften uns ja eh nachher oder lassen uns nachher eine neue Waffe herstellen. Müssen wir jetzt nicht die Sachen dazu vergeuden. Also die Rune nicht vergeuden. Die stecken wir nachher dann rein. Okay, da drüben ist unser Kollege, wo wir hin sollen.
So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Da unten sind Ghule. Und wir sind hier. Na, wir sollen den doch dann sowieso beschützen, oder? Dann können wir das doch auch gleich machen. Au. Also ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal zuerst darum, das hier sauber zu machen. Und dann gehen wir erst mit dem Guten hier durch, weil sonst rennt der uns wieder irgendwo hin und wir können wieder nicht schnell genug irgendwo hinlaufen und dann... Dann mingelt er wieder. Weiß doch, wie es ist. Dann stirbt er wieder und so weiter. Die einfachen Schwerter kannst du gut verticken oder auseinandernehmen. Ja, ich laufe doch hier eh mit dem Ding hier. Also mit dem Fokus hier in der Gegend rum. Kriegen wir doch relativ gut raus, wo wir was looten können. Einen Kampf habe ich noch nie gescheut. Jetzt hier auf dem ganzen kann auf dem ganzen Schlachtfeld noch durch die einzelnen Leichen gehen und Dinge aufsammeln. Also für uns ist es gut. Für die Menschen jetzt nicht so sehr, die hier liegen. Aber für uns ist es gut. Alter. Ja, das sowas haben sie, also das Ding haben sie für mich gebaut hier. Eindeutig. Die wussten, irgendwann spielt das Mörder Thomas und dann braucht er was zum Looten, so was riesig Großes und dann, das bauen wir den einfach mal so hin. Brief eines toten Soldaten. Gustav, möchte dich um etwas bitten. Ich bin in den Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf für unser geliebtes Vaterland begangen habe, nicht herumposaunen. Jedenfalls ist es so verdammt viel, dass ich die Sache unmöglich alleine zurückschleppen kann. Deshalb habe ich alles in eine Truhe gelegt und diese am Strand begraben. Am Fuß der Klippe mit den beiden verbrannten Hütten oder auch dort, wo wir immer Krebse gefangen haben. Erinnerst du dich? Ich bitte dich nun um Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel. Geh damit zum Strand. Aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Wir werden den Schatz verladen und in Vysima verkaufen. Danach teilen wir den Gewinn halbe halbe, wie es sich in einer Familie gehört. Wir sehen uns. Vergiss nicht. Zu niemandem ein Wort davon. Johan. Ja, also ich glaube,
Wenn hier steht Brief eines toten Soldaten, schwierig, wird das wohl nicht geschafft haben. Aber so wie das klingt, haben wir das doch schon gelootet, oder? Also hier gibt es jetzt auch keine weitere Nebenquests oder sowas. Warte mal, gibt es noch irgendeine... Ja gut, ja nee, ich denke eher, das ist wirklich hier gemeint gewesen und damit haben wir das ja schon. Ja, okay, Chat bestätigt mir. Ja, meine Lootsucht war wieder erfolgreich. Bevor wir es wussten, haben wir den Loot schon gesichert. Gibt's hier wieder so ein... Gibt's hier wieder so ein... Ja, es gibt ein Monsternest wieder. Alles klar. Es war einfach so logisch. Gibt's hier keine... Magie. Ein Ort der Macht. Zum Glück haben wir ja noch einen Sammum. Drücke Rücktaste und rufe das Charakterfenster auf, um eine neue Fertigkeit oder Fähigkeit zu lernen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Ja gut, das haben wir jetzt nicht. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Mhm. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Oder indem du irgendwelche komischen... Und dann kriegst du einfach geschenkt. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Okay, was haben wir denn hier? Okay, Moment. Muss ich hinsetzen? Kampf, Zeichen, Alchemie, Allgemein und Mutagene. Ah ja. Sonne und Sterne. Zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht nachts während eines Kampfes zusätzlich um eine... Maximale Vitalität. Ja, das, da wäre ich nicht abgeneigt, glaube ich. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25% und den Schaden bei Schnellangriffen um 5%. Okay, ja. Greifenschule. Armbrustbolzen, mehr Schaden, Wutkontrolle. Oh Gott, kann das hier wieder sowas sein wie herzlichen Glühstrumpf? Du hast sowieso verkackt, weil du kriegst sowieso nicht alles und überhaupt... Und man kann es wieder total verkacken beim Skillen. Hm. 20% verringert. Ich meine, prinzipiell, ne, mehr Schaden zu machen, ist ja erstmal nichts Schlimmes, glaube ich. Aber okay, das ist natürlich auch gut. Rüstungswert nach Igni. Das ist auch gut, ja. Eine runde Quen als Schild und dann, wenn der zerbricht, ja, okay. Okay, ja, hier kann man jetzt besser mit dem Gift dann herkommen. Die Frage ist, was magst du mehr? Haust du lieber drauf oder benutzt du Zeichen oder Tränke lieber? Ja, sagen wir es mal so, ich bin eher so der draufhaut. Ich bin der Grobschlächtige. Ich war auch bei WoW immer der Krieger, sprich Tank und einfach stumpf draufhauen. Naja gut, paar Skills benutzen, ja okay, man kennt's. Aber trotzdem war ich eigentlich immer der stumpfe Krieger. So.
Das heißt, ich würde wahrscheinlich auch erstmal mich mehr auf dieses ganze Thema mit einfach Schaden. Würde ich mich wahrscheinlich eher erstmal drauf stürzen. Ja, komm, wir machen erstmal. Nee, ich mag eher schnelle Angriffe als die starken, weil oftmals können sie dich jetzt zu viel schon treffen dabei. Ja, komm. Wir haben eh noch. Wir kriegen noch genug und dann können wir das immer noch und dann passt das schon. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Okay. Jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Okay. Genau, ja, Zeichen benutze ich ja hier auch. Also das weiß ich ja, dass ich die hier auch mit benutzen muss und so. Deswegen, das passt schon. Oh, das könnte man auch wohl reintun. Könnt ihr jetzt das hier machen? Nee. Okay. Dann ist das was anderes. Na gut, dann machen wir jetzt ein bisschen mehr Damage. Gibt auch Schlimmeres. Gut. Coolblut. Warte mal. Wieder so ein goldener Rubinring. Sehr gut. Schädel und Gift ausfällt. Ich habe das Gefühl, dass die Quest hier erstmal gut dafür da ist, um einerseits ein bisschen Geld zu sammeln und andererseits, um auch Handwerkszeug zu sammeln. Ich meine, man kann ja hier so viel dann zerlegen. Gourmet soll ich skillen? Ach ja, genau. Matthias meinte ja irgendwas, ich soll Nahrung skillen. Da muss ich dann einfach nochmal gucken, was das ist, wo es das gibt und so weiter. Das muss ich irgendwann mal machen. Wir werden ja noch genug davon bekommen, von diesen Fertigkeitspunkten. Also alles gut. So, ich glaube, wir haben erstmal alles soweit eingesammelt, was einsammelbar ist, weil ich glaube, das hier. Ja, das wäre mal wieder nicht die richtige. Ja. Wäre mal nicht hinbekommen. Ah, lag hier noch was? Oh, da drüben. Naja, ich glaube, an den kommen wir aber auch nicht ran, ne? Ja. Die sind zwar da, aber man kommt nicht wirklich an sie ran. An den da auf jeden Fall noch, klar. Alter Schwede. Guck mal, ne? Wenn man jetzt hier reinschaut. Mal ebenso 13 Schwerter. Die ziemlich nutzlos sind und billig und so weiter. Ja, aber, Ja, hier haben wir ja, ein bisschen Fleisch, genau. Oh, hier ein bisschen was. Ja. Alleine die stumpfen Beile, 700 Kronen. Ach, dieses Spiel ist ganz nach meinem Geschmack. Ich meine, hey. So, okay, gut. Ja, wir meditieren mal noch eine Runde.
was man hier sich alles noch durchlesen könnte. So, aber erstmal gucken wir nochmal. Moment. Charakter? So, Gourmet hieß es noch von Matthias. Guck mal, ist bestimmt bei Allgemein, oder? Gourmet. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Ah, ist natürlich auch was Nettes. Das ist halt wirklich gut. Naja, wir haben ja bald ein Level-Up. Dann können wir das benutzen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann einen neuen Slot schon freikriegen. Ja, doch, ab Stufe 2. Ach, sehr gut. So. Aber die Quest machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ihr kennt das Spiel doch alle. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.